Das Telefon steht nicht still, ne? Also es steht nicht still. Ist jetzt Schubertstraße hier noch ein Sturmschaden von der Feuerwehr gemeldet worden. Die bitten um Unterstützung mit unserer Bühne. Da kommen wir also wohl mit der Bühne ran. Und dann hat die Feuerwehr Großwolde gerade angerufen. Grüne Straße, da muss Hulk her. Dann haben wir noch im Brombeerweg einen Fall für einen Hulk. Also ich bin jetzt, ich habe Carlos gerade zu einer guten Bekannten und Freundin gebracht. Und deswegen, ich gucke mir jetzt die Schubertstraße schnell an, ob die Bühne da wirklich rankommt. Und wenn die nicht rankommt, geht da auch Hulk hin. Und wenn die Bühne da rankommt, dann kann ich die anderen beiden Einsätze mit dem Hulk fahren. Das ist eine Katastrophe, ne? Also das ist wieder typisch mit dem Wind, ne? Ich habe mir schon wieder ein paar Bäume angeguckt. Vieles wäre zu verhindern gewesen, ne? Also weil da Zwieselrisse meistens waren, irgendwelche Druckzwiesel und so, ne? Das hätte man mit der Baumkontrolle verhindern können. Aber ja, es ist wie es ist, ne? Weiter geht's. Da steht die Feuerwehr, wie gesagt. Das ist hier vorne. Da haben die uns gerufen. Hier kommen wir wohl mit der Bühne ran. Es ist soweit. Hulk rückt aus. Ne, wir haben jetzt die ersten Schäden, die auf Häusern liegen. Letztendlich ist dieses Auto dafür gebaut worden. Los geht's. Was soll der Scheiß? Auf geht's. Ich wollte mir eigentlich zwar noch zwei Schippen Brechsand reinschmeißen lassen, dass ich mit halber Pratze fahren kann. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Also muss das auch mal so gehen. Jetzt muss die Karre zeigen, was sie kann. Mut zur Lücke, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ja. Auf geht's. Das ist nämlich die Feuerwehr Großwolde. Für die fahre ich jetzt diesen Einsatz. Jo, die winken schon. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hulk ist aufgebaut. Wir haben uns für das schwere Kettengehänge von RZ entschieden. Die Feuerwehr sichert. Die EWE hat ihr Kabel abgeklemmt, weil das hier läuft ein Hochspannungskabel genau unterm Baum. Wir fangen jetzt an, entasten ein bisschen, legen das auf einen Haufen. Wie gesagt, vorne ist abgesperrt. Vielen lieben Dank an die Feuerwehr Großwolde. Und ja, Marcel entastet jetzt, dann können wir die Ketten reinhängen. Und dann stellen wir den hin und legen den hier auf die Straße. So ist der Plan. Und der Plan ist gut. Denke. Oder dahin. Das ist ein Leitpfosten und können wir besser da auf den Radweg legen. Oder dahin. Da hat ein bisschen Rangierfläche dann. Ja, dann liegt er auch nicht im Weg, da kann er ja jetzt mal liegen bleiben. Radweg!
auf den Radweg. Nee, Chris Jünger hat gesagt, ich kann hier noch einfach auf den Radweg legen. Ja, fertig. Ja. Er hat schon sein Auto weggefahren, einfach da hinten hin. Muss eben auf. Du kannst nicht tiefer am Container, ne? Nee, hab ich gerade gesehen. Die Container sind am Bau. Ja.
Markus? Dir. Ich soll jetzt aber wohl doch erst Vollmuserstraße, aber wie gesagt, wir arbeiten das nach und nach ab. Nicht schlecht, so ein Korn. So, nächster Einsatz von der Feuerwehr alarmiert Vollmuserstraße. Hier hieß es, Baum droht auf Haus zu fallen. Da stehen sie auch schon, also weiter geht's. So, wir haben jetzt einmal Ruby. Ne? Eigentlich darf sie nicht weg, ne? Weil das da gibt es an keinem Nissan. Wir haben jetzt Ruby einmal als Kontergewicht und einmal den Hulk als Kontergewicht dran. Und ja, der kleine Baum ist zu breit. Der hat auch auf dieser Seite keine Wurzeln. Runter rüber zu fallen. Naja, und jetzt muss er halt runter. Ihr seht, wie Ruby aus den Federn kommt, wenn die Böen kommen. Also der kippt, wenn da jetzt nichts dran wäre. Marcel meldet gerade, Ruby hängt in der Luft. Voller Körpereinsatz vom Bauhof. Ja, hier, 40 Tonnen werden zum Glück nicht angehoben. Ich habe da vorne gerade mal den Baum schnell weggeschnitten hier. Ne? Hier, der war auch platt. Den habe ich jetzt mal einmal fix, dass der kaputt ist. Wie gesagt, da ist jetzt gesichert. Ja, muss runter, nützt nichts. Ne? Muss runter. Brauchst du aber auch jetzt einen Kran bei dem Sturm nicht ausklappen oder brauchst du jetzt den LKW nicht ausklappen. Ist die Gefahr viel zu hoch, dass da irgendwas gegenschlägt. Ja, gut, dass Ruby da ist, ne? Weil so könnten wir ein Kräftedreieck aufbauen, ne? Dass das zu zwei Seiten abgespannt ist, nicht nur zu einer. Aber ja, da ist ordentlich Kanaster drauf und man sieht das hier, wie gesagt, Ruby geht in den Federn und aus den Federn raus. Ne, das weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also ja, da hängen 3 Tonnen dran und reicht nicht, ne? Ja, sieht man jetzt ganz gut, denke ich, bei den Böen. Also ich wackel nicht so mit der Kamera, das ist wirklich Ruby, die angehoben wird. Das ist nicht lustig. Letzten Endes ist es aber auch für die Bühne nicht lustig. Markus muss mit dem Korb hinterm Baum wegbleiben, weil wenn der Baum wirklich mal abgeht, dann reißt er so die Bühne mit. Bleib auf dieser Seite. Fahr von dieser Seite. Ich vergesse die ganze Zeit zu filmen. Der Baum ist nackig. Wir haben Ruby jetzt ein Stück vorgefahren. Ruby ist schon lose. Keine Windangriffsfläche mehr. Wir schneiden jetzt noch bis zum Zwiesel runter. Halt, bleibt so lange erstmal dran. Das Gemüse schieben wir gleich noch auf dem Radweg. Das wird morgen gehäckselt. Ich hoffe, dass irgendeiner heute Nacht das Stammholz klaut. Damit wir das nicht noch alles abfahren müssen. Ja, und dann geht es jetzt gleich weiter. Da hinten liegt noch ein Baum im Haus. Den kranen wir raus. Der ist schon entwurzelt. Den kranen wir also. Und dann müssen wir wahrscheinlich in den breiten Weg. Ja, also ist noch ein bisschen was auf dem Zettel heute. So, wir haben diesen Baum jetzt runtergeschnitten und jetzt geht es dann gleich in Völlner Königsfehn weiter. Ich kriege die Adressen von der Leitstelle von der Feuerwehr direkt über WhatsApp, also als Standort. Und ja, so läuft das. Nützt ja nichts. Aufräumen wird morgen, Alter. Es wird so die Hölle, den ganzen Scheiß aufzuräumen. Aber wir haben echt tolle Feuerwehren, echt tolle Kameraden und dann.
Das läuft. So. Einsatz für die Feuerwehr. Da stehen die Jungs schon und winken uns rein quasi. Ne? Die wollen nämlich was von uns. Ja. So. Die haben sich hier extra hingestellt, damit wir die Baustelle auch finden. Ja, Baum liegt auf Haus. Also wie gesagt, ich bin mit der Leitstelle von der Feuerwehr verbunden. Die schicken uns die Einsätze nach Priorität. Da an der Bühne. Das weiß ich noch nicht genau, ob Kran oder Bühne. Irgendwas in 6 Meter Höhe, Äste, die entweder angebrochen sind und runterzufallen drohen oder eben, ja, das muss hier ja, hier ist ja kein Haus in der Nähe. Also schneiden wir da gleich irgendwelche Äste raus, ich denke Bühne. Und dann brauchen wir gleich den Kran, um da in der anderen Straße den Baum da rauszuheben. Aber wie gesagt, hier erstmal haben sie uns zuerst hingeschickt, weil hier wohl irgendwas, oh ja, oh ja, ich sehe es, ach du Scheiße. Will ich da drunter durchfahren? Ich weiß es gerade nicht. Kommst du irgendwie an mir vorbei mit der Bühne? Nee, wa? Rückwärts, ja. Okay, dann fahre ich so weit wie möglich an den Rand. So, wir fahren jetzt mal zur Feuerwehr, zur Leitstelle der 12 Feuerwehren hier in West-Overledingen. Wir haben 12 Feuerwehren hier in West-Overledingen. Hier sitzt die Leitstelle. Und die geben uns eben die Einsätze und koordinieren das alles. Und die haben jetzt gerade frischen Kaffee für uns gekocht und haben uns eingeladen, vorbeizukommen. Ja, und das machen wir doch jetzt. Das ist so geil, ne? Ich habe ja ein Instagram-Live-Video gemacht. Und wenn ich da schon wieder sehe, was da für Kommentare drunter sind, ne? Von wegen, ich habe ja mit Ruby den Baum gesichert. Sieht man in dem Video, könnt ihr euch auf Instagram auch gerne angucken. Und habt ihr ja, glaube ich, hier auch gerade gesehen. Und da kommen so Kommentare wie, ja, da ziehst du dir das Fahrwerk mit krumm. Alter, das ist ein fucking Ankerpunkt. An den 4 Ösen, ja, wir haben ja schon mal so eine Ruby gehabt. An den 4 Ösen kannst du das scheiß Auto anheben. Ein Humvee hat auch solche Ösen. Damit werden die aus dem Flugzeug geschmissen. Ja. Und auch beim Hulk hier, die Abschleppöse. Wenn man da 40 Tonnen nicht mit abschleppen kann, ja, dann... Also, ne? Versteht ihr, was ich, ne? Wir haben da schon Bäume mit umgerissen mit den Ösen. Guckt euch mal die alten Videos an, was wir mit Ruby schon alles gemacht haben hier. So eine Lindenfällung mit Hauke damals zusammen. Da haben wir die übelsten Rückhänger mit einem 16 mm Tampen. Ja? Das Seil hält über 9 Tonnen, haben wir mit Ruby gezogen. Da konntest du Geige spielen auf dem Seil. Ja, und dann sagt mir jemand, da ziehst du dir das Fahrwerk mit krumm, da ist das nicht für gemacht. Wollt ihr mich verarschen, wenn das da nicht für gemacht ist? Aber wofür ist das dann gemacht? Zur Zierde? Das ist nicht zur Zierde. Das fucking Auto ist für 40.000 Euro umgebaut worden, extra wegen so einem Scheiß. Da kann ich platzen, ne, wirklich. Wir machen das schon ein paar Jahre. Ich glaube nicht, dass du so eine Kiste in der Garage stehen hast und das beurteilen kannst. Wirklich. Dafür haben wir das Auto bauen lassen, auch Hulk. Dafür ist der gebaut worden, für so einen Scheiß. Da ist ein 85 Meter Tonnen Kran drauf. Dafür ist die Kiste gebaut worden, für nichts anderes. Genau für so einen Scheiß. Bist du drüber dabei? Ich hab's auch sein. Ja, ihr Lieben, das war unsere Sturmnacht. Wie gesagt, wir wurden koordiniert hier von der Leitstelle in Ihrhofe. Die hatte sich abgekoppelt von unserer Leitstelle in Wittmund, weil es einfach zu viel war. Normalerweise wurden die Einsätze über Wittmund koordiniert. Aber die einzelnen Feuerwehren haben eigene Funkkreise aufgemacht, weil es war Polen offen und Warschau brennt, wie man so schön sagt. Ja. Wir haben dann, wie ihr merkt, nicht ganz so viel gefilmt, weil wir uns doch mehr aufs Kranen konzentriert haben. Die Baustelle der Feuerwehr Großwolde hat der liebe Carsten gefilmt. Ja, und die nächsten Tage ging dann das Bäume von Häusern runterkranen munter weiter. Also jetzt auch am Sonntag wird dann ein Video kommen, wo wir Birken von einem Haus runtergekrant haben, eine mehrstämmige Birke, die auch entwurzelt eben, ja, meistens passiert das, weil irgendwas im Wurzelraum gewesen ist, ne? Bei dem einen Fall, den werde ich noch zeigen, der kommt ja auch in diesem Video vor, wo ich sagte, jo, da müssen wir noch einen Baum, also nach dieser Baustelle, wo wir die Äste geborgen haben, mussten wir auch noch wieder einen Baum vom Haus runterkranen. Das haben wir dann auch am nächsten Tag erst gemacht, weil wenn es schon drauf liegt, ne, ja, dann gibt es nichts mehr zu verhindern, sondern nur noch zu bergen. Den einen Baum, den wir damit
Ruby und dem Hulk gesichert haben, da galt es eben Schaden abzuwenden, ne? Das ist wichtiger, wie wenn schon passiert ist und man eigentlich nur noch bergen muss. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch zwischendurch geborgen, so wie die Zeit es zugelassen hat. Aber erstmal ging es primär um Schadenabwehr und Bäume, die in irgendwelchen Gärten nur lagen oder wo eben ja nichts passiert ist, sondern wo quasi nur aufgeräumt werden muss. Das sind eben die Sachen, mit denen wir im Moment so beschäftigt sind. Mit Aufräumarbeiten im Prinzip noch, ja. Einen Baum müssen wir tatsächlich ja noch aus dem Haus bergen, da kommt ja auch der liebe Hauke. Das liegt aber daran, dass auch die Kranunternehmer im Moment natürlich Dauereinsatz haben und ich leider nicht eher einen Kran kriegen konnte. Das war auch schon ein Riesenproblem, obwohl Ulfarts natürlich extrem Auswahl hat. Aber der Kran, den wir dafür brauchen, der ist eben, ja. Gut, also, es geht munter weiter hier jetzt mit den Sturmschäden. Hulk hat sich einfach als, ja, absolut richtige Entscheidung, gerade für die Flexibilität herausgestellt. Die Birken, die in dem Video jetzt demnächst vorkommen, hätte ich tatsächlich auch wahrscheinlich mit dem Fellgreifer greifen können. Wir schlagen die aber mit Ketten an. Mit dem Fellgreifer greifen und dann schneiden macht überhaupt keinen Sinn, weil der die Längen einfach nicht ausbalanciert hält. Und weil der natürlich, wenn die Schiene da rauskommt, zum Schneiden mit der Kette in den Dachpfannen sitzen würde. Also das funktioniert nicht. Auch da hat sich wieder gezeigt, dass das einfach mit Anschlagen die beste Methode ist, um die Ketten zu versuchen auszubalancieren. Der erste Baum da mit der Feuerwehr Großwolde ist ein bisschen unglücklich gekommen, weil der Wurzelteller extrem schnell zurückgeklappt worden ist. Bei den Birken werdet ihr sehen, da schneidet Marcel, der schneidet ein bisschen vorsichtiger. Der hatte eben auch Helm und Funk und wir haben uns abgesprochen, Marcel und ich. Und da lassen wir den Wurzelteller ganz, ganz langsam zurückklappen. Das geht nämlich, wenn man mit Gefühl arbeitet und auf das hört, was der Papa sagt. Ja, letzten Endes kann ich nicht sägen und kranen, das funktioniert nicht. Von daher müssen die Jungs schon das machen, was ich sage, weil ich habe da einfach ein bisschen Erfahrung drin und dann funktioniert das auch. Also die nächsten Videos dann ein wenig sanfter, was den Kran angeht. Joa. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir hatten eine sehr turbulente Nacht, das war echt, aber es war cool, weil die Feuerwehren super miteinander kommunizieren, super miteinander gearbeitet haben. Ich finde das total toll, dass sie uns damit einbeziehen. Ich glaube, ein bisschen stolz sind sie auch, dass sie so ein Ungetüm in der Gemeinde haben. Letzten Endes nicht mal der Landkreis Leer hat was Vergleichbares. Also der nächste Kran steht, ihr wisst es aus meinen Videos, bei Braukmann. Zum Glück weit genug weg. Aber eben Braukmann Baumpflege hat auch einen 80-Meter-Tonnen-Kran, ich glaube 82-Meter-Tonnen-Kran, also so ungefähr in der gleichen Klasse wie wir. So viele sicher. Allerdings nicht als Containerabroller, sondern als Pritschenfahrzeug. Ich habe den in einem Video schon vorgestellt. Die haben ihren Greifer fest montiert. Die hätten also für solche Einsätze den Greifer dann abnehmen müssen oder müssen dann gucken, dass sie mit dem Greifer arbeiten und mit der Kettensäge sägen oder so. Letzten Endes waren die Nacht, denke ich, auch im Einsatz. Die haben auch einiges gezeigt, gepostet, wie auch immer. Also die waren auch unterwegs. Wir alle waren, glaube ich, unterwegs. Ich glaube, es gibt keinen Baumpfleger in Deutschland, der nicht unterwegs war. Und von daher, ja, ist schon geil, irgendwie ist cool, ne? Da sieht man wieder, die Leute vertrauen einem, die rufen einen, die wissen, dass man das hinkriegt. Und wir haben eben ein solches Fahrzeug in der Gemeinde. Ich habe den Feuerwehren auch schon mal angeboten, wenn Tierrettung ansteht oder so. Wir haben ein Hebegeschirr. Ne? Wir können also auch Kühe und Pferde zum Beispiel aus der Güllegrube rausheben, wenn da mal der Spaltenboden bricht oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Joa. Wie gesagt, für so einen Scheiß habe ich dieses Auto bauen lassen. Ne? Da habe ich mir schon was bei gedacht. Und es wird noch extremer. Also ich werde mir ein weiteres Auto bauen lassen, ein anderes Auto. Der Hulk wird nach dieser Saison vakant werden. Also wenn er, dann ist er etwas über ein Jahr alt. Ist zwar wegen Wertverlust eigentlich saudoof. Aber nächste Saison würde ich, wenn alles glatt geht und alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, mit einem neuen Auto antreten. Es wird kein Volvo wieder werden, das nicht, weil ich mit dem Auto nicht zufrieden bin, aber weil Volvo ein derartiges Auto gar nicht baut. Ich habe da was noch Spezielleres mir überlegt und ich hoffe, dass die Jungs von Lümer es umsetzen können. Ich hoffe auch, dass es einigermaßen finanzierbar bleibt. Es wird ein größerer Kran tatsächlich, es wird ein größerer Kran, es wird ein anderes Auto. Es wird ein ähnliches Konzept, aber doch, ja, aus den
Kleinigkeiten, die mir an Hulk nicht so gut gefallen oder aus den Fehlern, sage ich mal, die man bei der Bestellung gemacht hat, Fehler nenne ich es nicht, sind einfach Erfahrungswerte. Also aus den Erfahrungswerten, die wir jetzt mit Hulk haben, werden wir ein neues Auto konstruieren und das wird das böseste Auto, was hier in ganz Deutschland rumfährt. So viel kann ich euch versprechen. Es muss halt, wie gesagt, finanzierbar bleiben, das Projekt. Irgendwie, letzten Endes muss einfach nur die Bank eh okay geben, ne? Also das meine ich mit finanzierbar, ne? Also es ist klar, dass man so ein Auto nicht bezahlen kann. Es muss sich einfach nur selber tragen. So, gut, jetzt habe ich schon wieder genug gelabert hier. Das Video unnötig in Länge gezogen. Also wir haben munter mit Hulk gekrant. Genau dafür wurde dieses Auto gebaut. Dafür, dass wir flexibel sind. Dafür, dass wir Dienstleistungen anbieten können, die andere nicht anbieten können. Und dafür, dass wir einfach scheiße schlagkräftig sind. Und da bin ich irgendwie auch ein Stück weit stolz drauf. Weil man sich überlegt, wie gesagt, was für große Betriebe sonst solche Autos haben. Und wie viele Betriebe so ein Auto eben nicht haben. Obwohl sie größer sind oder vielleicht auch länger am Markt oder. Oder eben in Gebieten sitzen, wo eben ja einfach ein ganz anderer Markt da ist als hier. Von daher bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass ich dieses Auto mir habe bauen lassen, dieses Auto besitze, neben meinen anderen netten Spielzeugen wie einen Hacker beschickten, also einen kranbeschickten Hacker, ne? Oder eben den Wehrmeer, den ich ja als der erste Baumpflegebetrieb hier in Deutschland definitiv hatte. Das ist Aussage original Wehrmeer. Das habe ich mir also nicht aus den Fingern gelutscht, ja. Und eben, ja, wie gesagt, ich setze auf Maschinen, ne? Klar, du brauchst auch gute Leute, das sieht man ja, ne? Die Leute müssen wissen, was sie tun, sonst wird's ruppig und dann passieren Unglücke. Du brauchst also auch gute Leute, aber wenn du diesen Job lange machen willst, brauchst du eben auch gute Maschinen. Ansonsten zervögelst du nämlich deine Leute und das wollen wir ja nicht. Also ihr Lieben, neugierig bleiben, abonnieren, Glocke etc. pp. Ne? Und dann geht's hier munter weiter mit so einem Scheiß hier. Ich stehe auf so einen Scheiß. Wie gesagt, das ist genau das, was ich liebe. Ne? Dafür lebe ich.